Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Greedfall. Wir sind auf der, ja, auf der immer spannender werdenden Jagd. I wasn't sure I'd see you alive again. How did you know we were here? Nach Egon. Did the captain tell you? He was arrested while coming back here. Lieutenant Alexander said he was finally reported by his accomplices. That lieutenant has some nerve. We know he's involved. We found the body of the sergeant who was to accompany him here. He got rid of him to punish him for helping us, or to stop him from revealing more. We also found this document saying that everyone who knows about the case should be eliminated. You're in danger, and they've already found a way to get rid of the captain. Most of the men who were loyal to him are in jail. I can't do anything without help. I've been trying to get the commander. If anybody can restore order to all of this, she can. Here. Take this evidence and show it to her. Alas, there's nothing in there that clearly indicates who Egon is. The recent actions of Lieutenant Alexander suggest that he is the brains behind this operation. And we only have to compare his handwriting with these letters to be sure. I'm going to join the commander, but you should intervene. I'm afraid he'll get rid of the captain. Nimm den echten Egon fest. Dann nehmen wir den echten Egon fest. Ich glaube zwar nicht, dass Alexander der echte Egon ist, bin ich ganz ehrlich. Your Excellency. What a joy to see you again. Oh, vielleicht doch. We finally stopped Egon. The captain will be happy. Naturally. And that is why you are surrounded by the men I apprehended. We visited your secret camp and found the body of poor Sergeant Franz, who in spite of his death continues to betray you. You are a member of this organization, Lieutenant. And when we compare your handwriting to the letters we have seized, it wouldn't surprise me to discover that Egon is none other than you. We prepared a discreet death for you, worthy of your uncle's court. A little poison. And our troublesome diplomat would have been out of the way. But since you leave us with no choice, finish them. It'll be a real pleasure. Finally, our revenge has come. Mhm. A bit of poison on my blade. Then let's go! Aua! Ey, das muss doch nicht sein. So, darf ich erstmal das hier machen? Nein, darf ich nicht. Wow. Autschi. Gut, dann benutze ich halt kein Gift. Ich dachte, ich spiele mal ein bisschen strategisch und will... Gut, entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Peng. Ende mit dem. Ende mit dem. Ende mit dem. Oops. No, no, no! Why did you have to stick your nose in our business? If you had not been so careless, so eager to get rich and climb to the top, maybe we would never have discovered your operations. Surrender, Alexander. Unless you prefer Egon. Let me go! I could make you rich. I doubt that the commander would find that arrangement acceptable. Wretches! Your Excellency. Lieutenant Alexander was court-martialed and will soon be executed. You have my gratitude, Your Excellency. Without you, this assassin would have probably strangled me in prison. Manfred gave me all the evidence you gathered and told me about the case. I'm just sorry he didn't tell me about it sooner. My apologies, Commander. But you've been so busy since starting your new position. I never thought the case would be so big. Be that as it may. The high-ranking culprits have been punished, and the foot soldiers will be sent back to the continent. A few months on the front should bring them back to reality. We owe you so much, Your Excellency. Without you, the guard would probably be nothing more than a band of brigands. I am extremely grateful. I will not forget what you did for us. Don't mention it, Commander. Yeah, wir sind jetzt freundlich mit der Garde. Wir sind Level 31, wir haben Egon aufgehalten. Kann es denn eine bessere Folge geben als die heutige? Jedenfalls nicht mit viel mehr... Jedenfalls nicht mit viel mehr erreicht.
Errungenschaften. Ihr wisst, was ich meine. So, guck mal, jetzt kriegen wir noch 50% bessere Betäubung auf die Magie-Explosion, die ich nicht benutze. Tja, und als nächstes? Mal gucken. Ne? Vielleicht ein Schild. Aber auf jeden Fall werde ich mich langsam mal der Ausdauer hingeben. Oder ich nehme mentale Kraft und wir können uns einen neuen Ring ausrüsten. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme erstmal die mentale Kraft. Und dann sehen wir weiter, ob das so auch wirklich am besten ist. Freunde, wir... abgesehen davon, dass, als ich hier wieder hergelaufen bin, wieder Leute angegriffen haben, die ich noch nicht gelootet habe. Haben wir auch vergessen, die hinten im Hof zu looten. Und da, wenn ich mich recht entsinne, falls sie es noch nicht weggeräumt haben, lag ja noch ein Quest-Item dabei. Sie haben sie weggeräumt. Okay. Gut. Dann haben sie die halt weggeräumt. Freunde, ich kann es nicht glauben. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und als nächstes gehen wir zum Herzen der Rebellion. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, aber... ja. Komm, ich nehme einfach mal die Karawane. Das haben wir bisher noch gar nicht gezeigt. Greetings! Do you want to travel without tiring yourself out? My caravan goes through all the cities. So, where should I drop you? Hikmet wäre schön. To Hikmet. Let's go! Dankeschön. Können wir auch mal zeigen, ne? Ist zwar auch nur eine Reise durch den Ladebildschirm, aber können wir den freundlichen Karawanenmann wenigstens dafür bezahlen, dass er immer so aufmerksam bei uns steht. So, da. In das Lager und mit dem Hauptmann reden. Eigentlich ja mit der Hauptfrau. So. Also, erzähl doch mal. Respectfully, Your Excellency. What can I do for you? Governor Byrne asked me to investigate the abductions the rebels told us about. If we could find the origin and free their comrades, I'm sure they would stop their attack. I need to locate and speak with the other rebels. Do you know where they could be? No. They don't attack often. I fear they're gathering their forces. Captain, the patrol we sent to the west has not returned yet. I may have spoken too quickly, Your Excellency. Although it might still be possible that our men are just delayed. Perhaps you would allow me to search for them. Maybe they crossed paths with the rebels. Corporal, do you know which way the patrol went? Of course, Captain. You will lead, His Excellency. In hope that our men are still alive. At your command, Captain. Your Excellency, find me at the entrance of the camp when you're ready to start. Okay. Gut. Dann gehen wir mal mit dem Typen mit und schauen, wo die Patrouille hin ist. Wir können. Yes, let's go. Los, lauf! Schneller. Mach schon. Der Blinker ist auch schon seit 3 Kreuzungen an. Du scheuchst die Viecher nicht auf, ne? Nee, warum auch? Reicht nicht. Schade. Ja, nein, wir verlieren die nicht. Das kann ich dann dafür, dass der vorläuft, wenn... ja, ist doch in Ordnung. Warte. Guck, geht auch so. Ohne Potion. Ja, dann kann ich jetzt wieder das Schwertchen ausrüsten. Du kannst deine Knarre weglegen, Kuppel. Hatten wir hier eigentlich noch was, wo wir nicht lang kamen? Nee. Hier gab es nichts mehr. Hier hatten wir alles erkundet.
Glaube ich zumindest. Kamen wir nicht von hier ursprünglich? Ja, ne? Hä? Treffen wir uns jetzt die... Ach nee, das waren ja diese komischen Viecher da unten. Die immer schon ihre Musik machen. Ich glaube, deine Leute sind hier. Ist das die Patrol, die wir suchen? Ja. Das sind sie. Mehr Victims von diesen Savages. Aber zwei der Soldaten sind missing. Maybe they managed to escape. They'll surely need help. We should look for them. Gut, dann suchen wir noch Überlebenden. Da unten? Okay, dann da unten. Help! Help, please! Ja, ich bin noch hier. Hm? Hallo. I'm in trouble. Please help me. This man needs to be cared for. But in his condition, we can't take him back to the outpost. Allow me. Gib ihm halt einen Heiltrank. There. That should be better. Thank you, sir. Without your help, I would probably have died here. Tell us what happened. We came across a group of rebel savages. It was a massacre. A few seconds later, only Franz and I were left. We fled. I managed to drag myself here, but he was not so lucky. The savages caught up with him. Was he captured? Did you see where they took him? They headed north to Frazonegan. But in the state I was in, I didn't see much else. Your Excellency, please. We should get him out of there. They're bound to torture and kill him. We'll take care of it, Corporal. The rebels must have left traces when dragging the prisoner, but not you. You must help your wounded man to reach the outpost. Come on. Okay, dann suchen wir doch mal Ex-Regav auf. Schließlich waren wir da auch schon mal. Also wir kommen nirgendwo hin. Oh, Leute, stimmt ja. Eine Kiste. Wahrscheinlich wieder ein paar legendäre Items. Oder auch nicht. Naja. Naja. Aber wir haben sie zumindest. Und ich weiß ganz genau, dass ich irgendwelche Pfade vergesse, wo wir früher noch nicht lang kamen und jetzt lang könnten. Das wisst ihr so gut, wie ich es weiß. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Jagdhund. Ich muss nichts mehr umbringen, was mich nicht angreift. So. Hier hoch? Okay. Ah, das Lager am Felsvorsprung. Ich freue mich. Jetzt können wir also diese Map komplett abschließen, wie es mir scheint. Und ich frage mich, warum es immer ein bisschen ruckelt, wenn man in dem Zwischenlager sich befindet. So. Da runter und dann kommen wir wahrscheinlich irgendwo da oben lang. Das wäre schon ziemlich gut. Okay, dann. Duneya, Ex-Regev. Hallo. There's our group of rebels. The soldier they captured looks dead. Na, wo denn? Ach da. Das wollte ich gar nicht. Hallo, na? Quaes. My name is Desarde. I'm the legate of the congregation. I'm here because I want to talk to your chief. I know who you are. The Renaikse on all Manawi. What do you want to say to Armal? I want to talk to him about the abductions and to understand what's going on. You would be the first Renaigze to care. How do we know you're not just saying that to find out where our camp is? I am not part of the Alliance. My only goal is to avoid deaths on both sides. Help me. I am your only chance to free your prisoners without bloodshed. You seem to really believe what you say. I hope I'm not mistaken. Very well. Tell me when you are ready to follow me to our camp. Ja, also von mir aus können wir. Are you ready to follow me, Renaikse? Ja, ja. Let's go. Auf geht's. Führt der uns hier aus der Map? Nee, der führt uns hier nur nach oben.
Ich hätte mich schon gewundert, bin ich ganz ehrlich. It's this way. Ja, das dachte ich mir, von da komme ich. Ich bin dann nur nach rechts gelaufen, weil ich keine Ahnung hatte. Ich weiß auch nicht. So. Sind wir da? Nee, wir sind noch nicht da. Müssen da noch durch. I'm letting my comrades know we're here, so that they let us pass. Okay, okay. Ich bin ja letztes Mal auch alleine durchgekommen. Nur so, ne? Da war niemand da. Hallo? Na? Follow me. We are almost there. Ja, ich sehe das schon. Ah, guck mal. Jetzt gibt's hier eine Leiter. Das war das, was uns gefehlt hat, um in den neuen Bereich zu kommen. Oh, hier hinten gibt es gar nichts? Nein. Ja. Ja, ja. Guck mal, der bleibt doch da stehen. So viel zu, du wirst ihn verlieren. It's this way. Come on. Ja, Entschuldigung. Ich würde mir gerne erstmal ein bisschen umschauen. Ist das denn zu viel verlangt? Da hinten beispielsweise und die Viecher platt machen. Kommst du? Guck mal, ein Lagerfeuer. Komm schon. Hallo, na ihr Fliegeviecher? Ich mache mir mal hier ein Lager, ne? Ich hoffe, da hat niemand was gegen. So, Kumpel. Du hast doch gesehen, wo ich lang gelaufen bin, hm? If you want to see Armal, you'd better follow me. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, ich laufe voraus, um euch das ein bisschen zu vereinfachen hier. Aber nein. Quer durch mein Camp. Ja, ja. Ja, ja. Ich sehe das schon. This is our main camp. This is where you will find Armal. I hope I am not wrong to lead you here. And that you are not a traitor. So, here's the famous rebel camp. I hope their leader can tell us more about these abductions. Ja, das mit Sicherheit. Da ist noch genug Gift drauf. Dann sollten wir gut gegen die antreten können. So. So. Okay. Das hätten wir. Oh, das ist so schön hier. Und da sitzt ein Typ. Wo kommen wir hier hin? Hallo? Hallo? Ach, eine Kiste. Okay. Oh. Da können wir mal gucken, ob Petrus das gebrauchen kann. Aber schön viele legendäre Ausrüstungsgegenstände. Das finde ich immer besonders gut. Dann... Ja, komm, das mache ich jetzt einfach mal. Was habe ich zu verlieren? Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite, um da diese Panzerechsen wegzuklatschen. Und zu schauen, was sich da noch so befindet. Und vorher gucke ich mal hier hin. Okay, wir können noch ein bisschen. So Panzerechse geht auf jeden Fall noch. Jo. Hallo, Leute. Na? Geht's gut? Bam. Bam. Ja. Hey. Oh, gut. Mehr gibt's hier nicht? Hier waren echt nur die Viecher und dieser
dieses Steinding von Blair Witch? Na gut. Dann kann man da auch nichts machen. Aber Leute, guckt mal. Wir haben diese Map hier geschafft. Schick, oder? Mir gefällt das. Mir gefällt das sehr gut. So. Dann wollen wir doch mal mit der oder mit dem Clanführer sprechen. Von den Rebellen. Oh, vor allem will ich hier mal reinschauen. Hammer des vergessenen Gottes haben wir jetzt doppelt. Hä? Was macht das Ding denn hier drin? Wer hat uns den Scheiß denn geschenkt? Das haben uns wahrscheinlich die Nauten gegeben. Oh! Alles Charisma. Ah. Schick. Oh, das macht mehr Rüstung. Komm, dann nehme ich den Nautenumhang mit. Ja, das kann ich alles nicht gebrauchen. Und einen Ring habe ich hier nicht drin. Gut. Dann nehmen wir doch aber einfach mal den Nautenumhang. Und... ja, hier habe ich nichts, ne? Nö, gibt nichts anderes. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Dann sprechen wir doch einfach nochmal mit dem Anführer. Hallo, Rebellen. Na, geht's euch gut? Das Dunoset-Lager. Na ihr? Nett, dass ich hier sein darf. Das ist nicht selbstverständlich. Oder wir gucken mal hier lang. Und gehen auch nicht zum Chef. Oh, was ist denn hier? Die Höhle der Heiler. Okay. Vergessener Schlüssel. Hm. Okay. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Nun gut. Dann nehme ich hier noch ein bisschen Harz mit. Erstmal ein bisschen rumharzen. Und dann... ich frage mich, wofür der Schlüssel ist. Das hier hätten wir alles... ja, das haben wir alles fertig erkundet. Dann quatschen wir mal mit dem Häuptling. Hallo, na? Hast du die Kiste hier zufällig... oh, hier ist ein Toter. Kann ich da durchgreifen? Nee, ich kann hier nicht knallhart durchgreifen. Who are you and what are you doing here, Anaikse? My name is Desarde. I'm the legate of the merchant congregation. I came to talk to you about the abductions and your forthcoming attack. And how did you find our camp? I convinced one of your men to bring me. Please, Mal. Explain to him what you know. He can help us free our brothers. Well, I'll tell you what we know, then you'll understand why we have to fight lions. Many seasons ago, Sinol Manawi started to disappear. Lions attacked the villages and took them with them. We never saw them again. They were either crazy or so injured that even our best Donegad couldn't do anything. So we counterattacked and captured some of their soldiers. And we learned that they were taking our people to a place they call a laboratory. It is there that they torture and kill them. They talked about experiments. Experiments? So that was the reason for all these abductions. But what do they hope to discover? Alert! The lions are attacking! Traitor! It was you who led them to us. No, I swear. They asked me to investigate. It was never a question of attacking you. Then prove it. Fight with us. Yeah. The Alliance betrayed me as much as you. I owe them nothing. Scheiß auf die Brückenallianz. Ehrlich. Ruf minus zwei. Fick dich doch, Ruf minus zwei. Ganz ehrlich.
Wer mich immer wieder hinters Licht führt, hat auch irgendwann nicht mehr verdient, dass man für sie arbeitet, bin ich ganz ehrlich. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Da bin ich ganz ehrlich, irgendwann reißt ihm auch der Geduldsfaden. Wir wollten dich gar nicht angreifen, wir sind total nett zu dir und bla und blibidi und blub und blam 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 blamstein. Noch wer? Ja. Ende. You have fought bravely. And your word is true, Honor Manawi. The Alliance is the ally of the Congregation. Taking your side was not a decision I made lightly. But Governor Burren used and betrayed us. And he will answer for it. Please, wait before you attack. I will do everything to dismantle this laboratory and release your people. I trust you. So we will wait. But don't take too long. Kwa awalem seg, Honor Manawi. Goodbye. Kann ich jetzt das Ding hier wenigstens nehmen? Ja. Leiche eines Bürgers der Brückenallianz. Wenn ihr das lesen könnt, müsst ihr vom Kontinent stammen. Mein Hauptmann befahl mir, eine Truhe zu verstecken, kurz bevor wir das Rebellenlager von Dun Uzzet angegriffen haben. Leider ist unser Angriff fehlgeschlagen und wir wurden in einem Verlies eingesperrt. Und jetzt werden wir sicherlich sterben. Ich flehe euch an, findet die Truhe, die wir vor diesen Wilden versteckt haben. Die Truhe liegt hinter einigen Büschen in der Nähe des großen Wasserfalls und ich hab's geschafft, den Schlüssel in einem Heuhaufen in der Nähe des Lazaretts zu verstecken. Okay. Gut, also in der Nähe des Wasserfalls, also irgendwo hier wahrscheinlich, oder irgendwo da, gibt es eine Truhe. Ob wir die holen, ist unsere Sache. Ich weiß jedenfalls, dass ich offscreen mal nach Hikmet reise und wir sehen uns hoffentlich dann wieder. Bis dahin, Freunde, tschüss!